Black Isle Studios. Official Wizards of the Coast licensed product. Icewind Dale. They say that history is the greatest of all teachers, and that tales of past deeds define who we are in the present, and what we shall be in the future. It is said that such tales shall, with each telling, illuminate us all with the light of truth. I shall tell you of such a tale. It is a tale quite familiar to me, for I have spent nearly a lifetime piecing it together and chronicling it here within this book. For years I have pondered its passages, studying every line, committing each word to memory. Perhaps now, in the telling of it, I shall at last find the answers I seek. Our story takes place in the northern region of Faerûn, known as Icewind Dale. It is a harsh, frozen land, cut off from the rest of the world by a wall of jagged peaks called the Spine of the World. For centuries, the icy plains of the Dale have been home to the barbarian peoples of the Utgard and Regedmen. Huddled together in small, closely knit tribes, the barbarians lived simple lives, free, proud, and fiercely independent. Until the day an archmage named Erakon came to Icewind Dale. With an army of mercenaries, Erakon sought to conquer the north and force the fierce barbarians into slavery. Long weeks of battle followed, and the scattered barbarian tribes suffered terrible losses. Defeat seemed inevitable. In their darkest hour, a barbarian shaman named Gerund came forth and demanded a council between all the remaining tribes of the north. A respected warrior, Gerund persuaded the council to put aside their differences and unite against Erakon. Strengthened by a new sense of purpose, the barbarians rallied behind their new leader. The combined might of the Northmen proved more than a match for Erakon, who had counted on the division of the tribes. Wave after wave of barbarian warriors tore into Erakon's hired army, forcing them on the defensive and ultimately into full retreat. As his army crumbled around him, Erakon had time for one last desperate act before his enemies descended upon him. Drawing upon his remaining power, the Archmage breached the planar boundaries, tearing open a portal to the lower planes. The foolish Archmage's cries of victory immediately turned to shrieks of terror as the hideous and twisted shapes of demonkind materialized from the portal and poured onto the battlefield. The sudden appearance of the demons drove the combatants, barbarian and mercenary alike, to turn to meet the new threat side by side. The remaining warriors bravely charged the portal to drive the hellspawn back and were slaughtered by the hundreds. As his people fell around him, the barbarian shaman, Gerund, looked up from the blood-drenched snow of the battlefield and caught sight of a lone figure high upon a ridge in the distance. Gerund immediately recognized this vision as an omen from his god, Tempus. And in that instant, he knew what had to be done. Shouting cries to his god, he charged through the ranks of the demons and plunged into the portal. As Gerund's blood fused with the energies of the portal, an explosion of white light engulfed the battlefield. When the light subsided, the demons were gone, and the portal was closed. In its place hovered a disk of solid stone. Frozen within the center of the disk was Gerund's body, locked in his final moment of agony, in his final moment of triumph for all eternity. But that is not the end of our tale.
It is but the beginning. Ha! Ja, willkommen zu einem neuen Projekt. Icewind Dale. Jawohl. Ich persönlich bin ja ein Riesenfan dieser D&D-Titel, Dungeons and Dragons. Der erste, den ich jemals gespielt habe, war, wenn ich mich recht erinnere, Curse of the Azureborn. Ist schon eine Ewigkeit her. Der gefiel mir damals so gut, dass ich quasi alle anderen Titel ebenfalls gespielt habe. Also Secret of the Silver Plates und Dark Pools, Pools of Darkness, genau. Dann die Dragonlance-Trilogie auch, Champions of Kryn und Death Knights of Kryn und Dark Queen of Kryn. Also ich fand die alle ganz toll. Naja, und jetzt hatte ich mal Lust, wieder etwas in dieser Richtung zu spielen. Und hab mal geguckt, was liegt denn hier so bei mir rum. Und ja, es gibt so einiges rum, was ich spielen könnte. Da war zum Beispiel Neverwinter Nights, aber auch Baldur's Gate und unter anderem auch Icewind Dale. Und dann habe ich mir gedacht, so, naja, einer von denen soll es sein. Ich dachte, vielleicht Icewind Dale, vielleicht Baldur's Gate. Baldur's Gate kennen wahrscheinlich fast alle von euch, weil das schon so viele Leute gespielt haben und viele haben es ja auch selbst gespielt. Dann dachte ich mir, nee, Baldur's Gate machst du nicht, du machst Icewind Dale. Und da sind wir. Ja, die Vorgeschichte habt ihr eben gesehen. Da ging es um den Magier Arakon und den Schaman Jarrett und einen Krieg hier im Norden. Und der Magier Arakon wurde von dem Schaman Jarrett letztendlich besiegt, mithilfe des Gottes von Jarrett. Gut, dann lasst uns mal loslegen. Wir wollen natürlich ein neues Game starten. Das, meine Version hier hat übrigens die Erweiterung Heart of Winter schon integriert. Das ist die Version von Good Old Games, die ich da gekauft habe. Ich habe da so ein Pack erstanden. Da habe ich echt ein Schnäppchen gemacht für irgendwie $20. Alle möglichen Dungeons and Dragons Titel eingekauft. Ich weiß nicht, das waren 10, 15 Titel oder so. Halt auch Baldur's Gate 2 und Icewind Dale 2 und was da nicht alles noch mit drin ist. Na gut. Gucken wir erstmal, wie das hier läuft, wie es euch so gefällt, wie es mir so gefällt, und dann kann man immer noch weiterschauen, ob man noch weitere davon aufnimmt. So, jetzt aber los. Create Game. So, Full Game oder nur die Expansion. Wir nehmen natürlich das volle Game. Gut, hier sind wir jetzt im Charaktererschaffungsmenü. Ich will euch das mal zeigen. Ich will es euch jetzt nicht komplett antun. Ich werde also gleich eine Party nehmen, die ich bereits im Voraus halt zusammengestellt habe. Ich zeige euch aber zumindest mal, wie man die Charaktere erstellt, anhand eines Beispiels. So, Create. So, Gender. So, wir nehmen... nehmen wir mal ein Frauchen. So. Appearance. Wie soll sie denn aussehen? Ist ja eigentlich egal, ist ja nur ein Beispiel. So. Die nehmen wir. Und welche Rasse soll sie denn haben? Naja, das sieht eher aus wie so eine Art Nord... Nordmensch oder so. Also sagen wir mal Mensch. So, welche Klasse soll sie denn haben? Und jetzt sieht man schon, wie umfangreich dieses Menü ist. Es gibt hier wirklich alles Mögliche. Aber das war ja bei... Dungeons and Dragons schon immer so. Man hatte eine riesen Auswahl. Und entsprechend konnte man auch sein Spiel gestalten. Ob man jetzt nun eine Party mit nur Fightern oder nur, also Magiern nimmt. Besser ist natürlich, man nimmt was Ausgewogenes, ne? Naja, jeder hat da ja seine eigene Spielweise, ne? So, sagen wir mal, sie ist, naja, Paladin. Sieht nicht aus wie ein Paladin. Sie sieht aus wie eine Klerikerin. Für eine Klerikerin ist sie ein bisschen sexy, ne? Ach, eigentlich ist ja egal. So, sie ist Baden. Alignment. So, als Baden. Was könnte sie denn sein? Sie könnte gut sein, sie könnte böse sein oder neutral. Und das Ganze auch natürlich rechtschaffend oder chaotisch. Sagen wir einmal, sie ist neutral. Gut.
So, welche Fähigkeiten geben wir? So, und jetzt kommt der Grund, weshalb ich mir schon eine Party im Voraus erstellt habe. Nämlich dieses Menü. Hier können wir ihre Werte auswürfeln. Und wie ihr seht, man kann da sehr gute Werte erwürfeln oder auch sehr schlechte. Das hier würde ich sagen, geht so. Stärke und Geschicklichkeit ist schon recht hoch. 18 ist ja der Höchstwert. Außer bei Stärke, da geht's... Moment. Ich glaube, Elfen können sogar 19 haben. Keine Ahnung. Aber wenn man hier Pech hat, bekommt man nur schlechte Werte. Und wenn man Glück hat, bekommt man nur gute Werte. Ist natürlich sehr selten. Und hier muss man doch schon eine ganze Weile würfeln, bevor man so Werte bekommt, mit denen man tatsächlich was anfangen kann. Ja, je mehr Zeit man sich hier lässt, desto besser dann die Party später. Die Zeit sollte man sich tatsächlich nehmen, weil ja von diesen Werten auch abhängt, wie widerstandsfähig die Charaktere sind, wie viele Hitpoints sie haben und so weiter und so fort. Naja, in den früheren Spielen, mit früher meine ich ganz, ganz früher, konnte man das modifizieren. Da konnte man irgendeinen Charakter nehmen, so zack, und sobald man den fertiggestellt hat, konnte man die Werte rauf und runter setzen, wie man möchte. Also, es war fast schon Cheaten, aber eigentlich sollte man damit, oder war das eine Möglichkeit, Charaktergenerierung zu beschleunigen. Damit konnte man tatsächlich Charaktere erzeugen, so wie man sie auch haben wollte. Man konnte also alle Werte auf Maximum stellen oder auf Minimum, wie man möchte. Das geht nicht, hier muss man sie alle erwürfeln. Und das dauert, das dauert und das dauert. Besonders bei Fightern zum Beispiel, die ja einen Stärkewert haben sollten von 18. Und danach kommt ja noch so eine Prozentzahl, ne? 1 bis 100. Und man kann zwar hier zum Beispiel, nein, hier nicht, aber hier etwas runtersetzen. Das machen wir mal. Und dann hier die Stärke draufsetzen. Und dann ist sie bei 18. So, und dieser Prozentsatz, der lässt sich aber nicht verändern. Das heißt, der wird immer ausgewürfelt. Und wenn man einen guten Fighter will, braucht man einen Prozentsatz von 90% ungefähr. Und wenn man den nicht hat, muss man obwohl man die Möglichkeit hat, die zu verschieben, trotzdem jedes Mal neu würfeln. Naja, gut. Das ist der Grund, weshalb es so lange dauert. Und das ist der Grund, weshalb ich das Ganze hier jetzt nicht online mache oder beziehungsweise aufnehme, sondern im Voraus bereits ein bisschen vorgearbeitet habe. Na, hier würde man jetzt noch ein bisschen Skills, Skillpunkte verteilen. Als Bade, was nimmt man als Bade? Am besten vielleicht den Bogen. Ich nehme ja immer zumindest eine Fernkampfwaffe, damit die ganze Party, also jeder in der Party einen Fernkampfangriff hat. Und irgendwas dann noch an Nahkampfwaffen. Bade, wir nehmen mal hier Langschwert, so, das ist das Übliche. Appearance. Jetzt kann man hier die Figur ein bisschen verändern. Viel geht nicht, aber ein bisschen. So, so haben wir den grünen Baden. So, fertig. Das ist jetzt ganz lustig, die ganzen Stimmen. Come then. Die Charaktere geben ja alle möglichen Kommentare, während man so spielt. Genau. Gods grant me strength. Dash and slash. Ich hätte eigentlich ganz gerne noch differenziertere Stimmen. Also, es gibt ja hier Dieb und Magier und Fighter, aber im Grunde genommen war es das dann auch schon. Es gibt nicht so wirklich für Barden, also für die Berufe. I shall slay you all. I shall slay you all. Ja, das hört sich gut an. So, Biografie, da könnte man jetzt einen kleinen Text schreiben, wenn man wollte. Das lassen wir mal lieber. Und danach vergibt man einen Namen. La la la. Genau, das ist Lala. Und schon hat man den Charakter erzeugt. So. Wollen wir jetzt aber nicht machen. Wie gesagt, das war jetzt nur so einmal, um den Charaktereditor zu zeigen. Und jetzt importieren wir einfach mal die, die ich bereits fertiggestellt habe. So. Create. Import. Import Nummer 1.
schon sehen wir, es ist eine Frau, es ist eine Paladinin, natürlich Mensch, Paladine sind immer Menschen, rechtschaffend gut, Stärke 1891, das ist sehr gut, also 90er-Wert sollte es ja mindestens sein, und die anderen Werte sind auch zufriedenstellend. Geschicklichkeit zwar nicht so berauschend mit 14, aber ein guter Durchschnittswert. Konstitution für einen Paladin natürlich extrem wichtig. Intelligenz für einen Paladin in diesem Spiel absolut unwichtig. Dafür aber wichtig Wisdom und Charisma. So. Und als Waffenfertigkeiten hier einmal der Crossbow, also die Armbrust und Axt und große Schwerter und normale Schwerter. So. Wie geht's jetzt weiter? Appearance könnte ich machen. Ach, die Appearance. Habe ich die nicht schon eingestellt, die Appearance? Was für Haare geben wir ihr denn? Soll ja ein bisschen zum Bild passen, ne? Ah, nö, ist schon in Ordnung. Aber sie ist ja eine Paladinin, da möchte ich doch mal, dass die Kleidung schön weiß ist. Paladine sind bei mir immer weiß. Damit ich sie schön erkenne von weitem, dass die richtig schön leuchten. Ja, Hautfarbe. Ja, lassen wir, wie sie ist, ne? Frage ist, wie ist sie denn gerade? Naja. So, dann. Und die Stimme. Nein, die Stimmen habe ich doch auch schon alle. Die Stimmen habe ich doch alle bereits vergeben. Muss ich sie jetzt neu vergeben? Das wäre doof. Weil ich mir nämlich gar nicht gemerkt habe, welche ich damals zugeordnet habe. Naja gut, okay. Dann suchen wir ihr mal eine schöne Paladin-Stimme. Dann schreibe ich mir auch mal auf, welche ich ihr gebe, damit die Charaktere nicht später die gleichen Stimmen haben. So, Female. Eine Female-Stimme brauchen wir. You would do well to fear a woman's wrath. Wow, okay. Your time draws near. Let's spill some blood. Ja, das ist zu blutrünstig. By Kangadin's twin axes. Das wäre was für einen Zwerg. Attack. Attack. Make peace with your gods. Das könnte vielleicht was sein. Make peace with your gods. Sie ist ja Paladin. To battle. To battle. Your judgment is at hand. Ja, das ist doch gut. Your judgment is at hand. Now you shall pay. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, wir nehmen zwei. My aim shall be true. Ja, das wäre aber glaube ich auch ganz gut. Onward to glorious battle. Into the fray. Time to test my mettle. Taking it to him. Nee, ich glaube, das ist kein Paladin. A stout sword and sturdy shield can take you far. I'll do my best to keep myself out of trouble. I'm not sure about this. Das war ja geil. I do my best to keep myself out of trouble. Ah, ein kleiner Feigling. Nee, zwei. Wir nehmen zwei. Make peace with your gods. Das ist eine schöne Stimme. So. Fighter 2. Das kriegt sie. So, Biografie machen wir jetzt nichts. Lalala, das lassen wir so, wie es ist. Name. Lady Tall. Nenne ich jetzt einfach mal so, weil sie ein großer Paladin ist. Oder nein. Lady Tully. Ja, Lady Tully. Mal gucken, wem das bekannt vorkommt. Könnt ihr mir ja schreiben, wenn euch das an irgendwas erinnert. Und accept. Lady Tully. So, Charakter Nummer 2. Zack. Und da haben wir schon diesmal einen Mann, ein Fighter und wieder ein Mensch. True Neutral.
Stärke 1896, also er ist ein bisschen stärker als unsere Paladinen. Dafür nicht ganz so geschickt und Konstitution ist auch nicht so toll bei ihm. Intelligenz auch nicht. Wisdom und Charisma, boah, vergleichbar fast, ne? So, dieser hat Speere und ein Quarterstaff und ein Large Sword. Ich überlege gerade, warum hat er keinen Bogen? Ich wollte doch eigentlich jedem einen Bogen geben. Da scheine ich wohl was vergessen zu haben. Und er wird hauptsächlich mit Speeren kämpfen und nicht mit Schwertern. Wieso habe ich Speer 2? Ah, ich habe mir schon was... Ah, ich habe mir was dabei gedacht. Ja, ich erinnere mich. Ich werde es aber noch nicht verraten. Das kommt später. Also ein Paladin und jetzt ein Fighter. Appearance. Boah. Ein Fighter. Machen wir den mal komplett hoch, oder? So ein bisschen blutrünstig. Kann man ja später noch ändern. So, ein Fighter. Der braucht natürlich eine männliche Stimme. Was haben wir hier? Here I come, and the hells come with me. To the butcher's work, then. To the butcher's work. This one's mine. This ends now. Gods grant me strength. To victory. To victory. Nee. You'll soon sleep with the dead. Ich glaube, das wäre eher sowas für ein Meuchelmörder. Steal yourselves. Steal yourselves? Oh, ein grimmiger. I'll split you in two. Come here, you wretch. Die. I'll wash me beard in your blood. Oh, when all else fails, put the dwarf up front. Okay, das ist eine Stimme für einen Zwerg. Den können wir, die können wir ihm nicht geben. Gefällt mir. Ist aber was so für einen Barbaren, ne? Attack! To arms! Stand and deliver! Follow my lead! Expect no quarter! Well, looks like I'm gonna have to go on a killing spree. I'm a busy man. I got places to go, monsters to kill. I know the routine. Step right up! I've got plenty of death for everybody. Hooray! More fighting. Wow. Die Stimme gefällt mir. Einer der, everyone get out of the way. You don't know what in the nine hells you're doing. Einer, der irgendwie mal verschwinden will und mal nach vorne will, geil. I suppose it was only a matter of time before this happened. Na gut, zum Bild. Was passt denn zum Bild? Attack! To arms! Stand and deliver! Follow my lead! Ich glaube, das ist, looks like I'm gonna have to go on a killing spree. Ich glaube, das nehme ich mal für ihn. So ein bisschen ambivalent. So, Biografie machen wir nicht. Und das ist Crow. Ne? Passt doch zum Bild, oder? Crow. So, der liebe Crow. Accept. So, wen haben wir denn weiter? Create. Import. Nummer 3. So. Wieder ein Fighter. Ein Mann. Fighter, aber diesmal ein Fighter Thief. Ein Elf. Chaotisch neutral. Na gut, für einen Fighter, wie gesagt, Stärke 18. Ich weiß nicht, wieso ich hier 05 akzeptiert habe. Vielleicht habe ich einfach aufgegeben irgendwann. Oder vielleicht können Elfen nicht mehr. Kann eigentlich nicht sein. Ich glaube, ich habe irgendwann aufgegeben. Na gut. Geschicklichkeit 19 für einen Elf. Ist das machbar? Was haben wir hier? Seine Diebesfertigkeiten. Move silently. 45. Find traps, pickpockets, open locks. Move silently war mir am wichtigsten, weil ich den, denke ich mal, benutzen werde, um den Weg vor mir auszukundschaften. So,
Appearance. Braun-grün. Wollen wir den nicht mal komplett grün machen? Das ist richtig schön. Obwohl, ein Dieb. Ein Dieb machen wir lieber mal dunkel, ne? So machen wir den. Haare kann man die ein bisschen dunkler stellen. So. So, und er ist angemalt. Ein Drow. Nein, er ist ja eigentlich ein... na gut, Drow sind ja auch Elfen, ne? So würde er im Dunkeln nicht auffallen. Für einen Dieb ist das doch gar nicht schlecht. Ich mache ihn mal so. So ein richtig schöner, dunkler Dieb. So, und jetzt brauchen wir eine schöne Diebesstimme. Was haben wir? Nur zwei. Schade. A silent blade cuts best. I'll take care of it. Ich glaube, ich nehme hier die. You'll soon sleep with the dead. Half the loot is mine. My enemies always bring out the best in me. I'll make this quick. You don't have to tell me twice. I'll be the leader for now. What? Are you expecting traps ahead? I'm tired of trotting around like a damn mule. Let's find an inn and some warm beds. Wir nehmen die. So. Ich weiß, die Stimme ist zwar nicht so richtig elfen-like, aber mir gefielen die Sprüche. So. Name? Drakon. Moment, wenn, das bin ja ich. Das bin ja ich. Ich bin ja eigentlich wie schwarz angezogen. Fällt mir gerade so ein. Naja, hilft nichts. Okay. Es ist, wie es ist. So, da sind wir. So. Im Ort Nummer 4. So, Ranger, Human. Chaotic, good. Stärke, sehr gut. Dexterity, Konstitution, Charisma. Na gut. Ein Ranger, der braucht vielleicht nicht Charisma, ne? Der ist ja eh im Wald unterwegs und nicht unter Menschen. So, Racial Enemy Trolls. So, den Ranger können wir dann aber mal grün machen, oder? So. Ranger, Ranger, Ranger. Schnell mal eine Stimme für ihn finden. Ich glaube, wir nehmen die. I'll split you in two. Come here, you red die. I'll wash me beard in your blood. Oh, when all else fails, put the dwarf up front. Ah, der Dwarf. Nee, ist ja kein here Dwarf. I come, and the hells come with me. To the butcher's work, then. This one's mine. This ends now. This ends now. You'll soon be a feast for the crows. Look sharp, everyone. I may not make everyone happy, but I'll keep us alive. Ah, die Sprüche gefallen mir. Das passt. Moment mal, das passt nicht. Ist ja eine Frau. Hallo? Das ist eine Frau. You would do well to fear a woman's wrath. Time to trim this one down to size. Death comes for you. I'll attend to this one. Your luck's run out. Queen for a day, is it? Well, I'd rather be on this end than the other. Whatever we have to do, it'll keep till morning. Let's rest. Ja. Das hört sich an wie ein Ranger. Das nehmen wir. So, Female Ranger. Und der Name ist... Haha. Tanita. Tanita, die Rangerin. So, und Accept. Und der nächste. Und jetzt haben wir noch einen Dieb. Aber diesmal einen richtigen Dieb. Ja, neutral evil. Der ist mehr so auf Pickpockets ausgerichtet. Die Werte, ja,
wie gesagt, Dexterity hauptsächlich und Intelligenz. Ja, so viel dazu. Missile Weapons und Daggers. Missile Weapon wird dann sein wahrscheinlich eine Sling. Mal gucken. Und wieso habe ich ihn komplett rot gemacht? Achso, wegen dem hier. Na gut, der rote Dieb. So, ein Dieb, ein Dieb, ein Dieb, ein Dieb. I'll take care of it. I'll try to keep this short. I got them. They're not going anywhere. The silent blade cuts best. Keep to the shadows, friend, and quickly and quietly goes the blade to its work. Ja, das hört sich schön an. Und wie heißt er? Er heißt Sirius Temper. Sirius Temper. So, accept. Und der letzte. Übrigens, man muss nicht 6 Charaktere machen. Ich habe jetzt welche, also 6 gemacht, man muss das aber nicht. Je weniger Charaktere man mitnimmt auf die Reise, umso mehr NPCs kann man natürlich in die Party dann später aufnehmen. Wenn man auch das nicht macht, also die Erfahrungspunkte verteilen sich ja auf die Charaktere in der Party, ne? Das heißt, je weniger Leute man hat, desto schneller steigen die auf. Da muss man halt selber wissen, was man möchte. Und, ja, der gute Bade zuletzt, Mann, 11:30, chaotisch neutral, die Werte so schön gleichmäßig verteilt, mehr oder weniger. So, der ist braun, das passt natürlich zum Bild jetzt sehr gut. Aber ich wollte das so haben. Blau. So, der blaue Bade. Na, kommt das jemandem bekannt vor? Der blaue Bade. Wenn das jemandem bekannt vorkommt, kann er es ja in die Kommentare schreiben. So, und der Bade. Was für eine Stimme geben wir dem Baden? God grant me strength. You'll soon sleep with the dead. Here I come, and the hell's come with me. Attack! Well, looks like I'm gonna have to go on a killing spree. Attack! To arms! Stand and deliver! Follow my lead! Expect no quarter! Yes! I shall lead us to victory. Nee, ein Bade ist kein Leader. Steel yourselves. Forward. Attack. Time to test my mettle. There's work to be done. Onward. If you have seen fit to grant me this position, I will accept. Ja, der redet viel. Das ist gut für einen Baden. Das nehmen wir. So, und der Name? Melinor Blue. Deshalb auch die blaue Kleidung. So. Accept. Und dann. Es geht los. So, Lady Tully. Tanita, Crow, Sirius Temper, Drakon und Melinor Blue.